Als Schauspieler, Sänger und Moderator hat Florian Silbereisen einen vollen Terminkalender. Ruhezeiten, Fehlanzeige. Jetzt musste sich sogar einem Eingriff unterziehen und schleppte sich danach trotzdem zur Arbeit. Gerade noch sah man Florian Silbereisen, 42, gut gelaunt auf dem ZDF-Traumschiff, doch als das Scheinwerferlicht aus war, schockierte der Sänger mit einer Operationsbeichte. Florian litt unter höllischen Schmerzen und musste sich deshalb einem Eingriff unterziehen. Florian Silbereisen hatte eine Zahn-OP. Aubacke. Man kann nur erahnen, welche Qualen Florian vor wenigen Wochen durchmachen musste. Der Moderator hatte sich einer Operation unterzogen und schleppte sich danach trotzdem in eine Fernsehsendung. Ich habe vorgestern eine Zahn-OP gehabt, verriet er im Gespräch mit der Moderatorin Barbara Schöneberger, 50. Ob es ein störender Weisheitszahn, eine fiese Wurzelbehandlung oder etwas anderes war, ließ er offen. Aber eine Wange war angeschwollen und musste zwischendurch immer wieder gekühlt werden. Zahnschmerzen sind der reinste Albtraum, das weiß jeder. Und so griff auch der Schlagersänger zu Tabletten, um die Zeit zu überstehen. Florian war in der letzten Sendung bei uns, beim deutschen ESC-Vorentscheid, und tatsächlich hattest du so Zahnschmerzen, dass du vollgepumpt warst mit Schmerzmitteln, plauderte Schöneberger wenig später aus dem Nähkästchen. Eigentlich gehört man dann auf die Couch oder ins Bett. Für seine Fans ist es ein Schock. Sie machen sich Sorgen, auch weil der 42-Jährige in letzter Zeit abgespannt wirkt. Ruhe gönnt sich der Entertainer trotzdem nicht. Nach seinem Traumschiff-Auftritt steht nun die Schlagerfest XXL-Tour an. Florian zieht das Programm tapfer durch, will seine Fans nicht enttäuschen. Aber hoffentlich überfordert er sich nicht irgendwann.